Hi, ich bin Gaia und ich gewinne Queen of Cologne, weil ich aus der schönsten Insel der Welt komme. Heute Abend gibt es für euch die letzte Spielerin von Queen of Cologne. Und zwar ist das die liebe Gaia. Und wenn wir auf ihre Player-Card gucken, sieht man schnell, dass es auch die kleinste Spielerin ist. Was ja nicht unbedingt ein Nachteil ist beim 1 gegen 1. Aber bevor wir nochmal genau auf deine Stats gucken, nimm uns doch mal mit, wo hat es für dich angefangen mit dem Basketball? Wann ging es bei dir los? Wie hast du den schönsten Sport der Welt für dich entdeckt? Ich habe direkt mit 5 angefangen, also genau, das war dann mein einziger und erster Sport, den ich hier gemacht habe. Und genau, ich komme ursprünglich aus Italien, Sardinien, bin erst seit 2018 in Deutschland und ich habe mein ganzes Leben Basketball gespielt in Sardinien, Minibasket, U13, 15, 17, 18, 19 und genau, da habe ich in Italien erste Regio und zweite Bundesliga gespielt und jetzt bin ich in Hannover, TK Hannover und ich spiele bei der zweiten Damen erste Regionalliga. Nice, das war ein kurzer, kleiner Wrap-up von deiner Karriere. Mit 5 angefangen. War das familiär bedingt? Hat dein Papa, deine Mama gespielt, dein großer Bruder? Wie ist es zum Basketball gekommen mit 5? Wie kommt man drauf? Ja, Tatsache nicht. Meine Mama dachte nur so, okay, Volleyball ist ja langweilig für Mädels. Wir probieren mal mit Basketball. Ne? Und ich habe ja, hat gut geklappt. Ich habe 2 Schwestern. Wir machen alle 3 Basketball. Sind alle gut dabei, ja. Nice. Sehr, sehr cool. Das heißt, du hast den Weg dann nach Deutschland gefunden von Italien aus, spielst jetzt hier in der ersten Regionalliga. Und ich habe ja schon ein bisschen Footage von dir gesehen, von 3 gegen 3 Turnieren. Spielst du viel 3 gegen 3? Warum macht dir 3 gegen 3 nochmal im Sommer besonders Spaß vielleicht? Das macht auf jeden Fall besonders Spaß. Es ist ja auch eine andere Art von Basketball. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das lieber als 5 gegen 5 mache. Aber als kleine Spielerin, man hat viel, viel mehr Platz auf dem Feld und man kann so mit Skills und schnell sein, auf jeden Fall ein bisschen besser zeigen, wenn man kann. Ja, und genau, es ist ja Off-Season, man hat am Wochenende nichts zu tun. Man kann ja Basketball spielen, ne? Ja, du hast es angesprochen, du brauchst auf jeden Fall als kleinere Spielerin die Skills und den Speed und alles, was dann auch natürlich viel, viel Spaß macht, auch auf dem Court umzusetzen, aber auch uns Zuschauern jede Menge Spaß macht. Erzähl mal von deinen Skills, was bringst du so mit an Moves und wie hast du dir die erarbeitet? Waren irgendwelche Coaches daran beteiligt, dir bestimmte Moves zu zeigen? Hast du die woanders abgeguckt und was sind so deine Lieblingsmoves? Crossover hast du ja schon angegeben. Ja, genau, Crossover steht da. Ich stehe auch lieber auf Jump Shots, weil ich ja Layups ist für mich ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Aber genau, also als kleine Spielerin muss ich ja schon mit 6, 7, 8 lernen, dass ich ja klein bin und ich meinen Weg zum Korb finden muss. Und ich muss ja meine Crossover machen, under the legs, behind the back, was alles klappt, um den Korb zu sehen. Ja. Nice. Da sind wir besonders gespannt drauf. Jetzt dieses Teil hier, das sucht ein neues Zuhause. Also irgendwo wird das nachher stehen, im Wohnzimmer, ganz egal wo. Warum würdest du das gerne mit nach Hause nehmen? Warum geht das vielleicht zu dir mit nach Hause auf der Rückreise? Ja, weil man das nicht so erwartet, wenn man sieht, so, man denkt so, ja, kleine Spielerin, die nehme ich auch. Aber ich habe so Secret Moves, was ich zeigen kann und ich bin committed. Ich bin aus Hannover gekommen, 3 Stunden Zug genommen und ich bin motiviert, ja. Okay, freut euch auf jeden Fall auf Gaia und ihr Game. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Morgen gibt es die Auslosung der Viertelfinalpartien, auch um 19 Uhr. Und übermorgen am Montag gibt es dann Viertelfinale 1, Spiel 1. Jetzt habt ihr alle Spielerinnen kennengelernt. Ich bin super gespannt, die Mädels in Action zu sehen auf dem Court. Deswegen morgen 19 Uhr nochmal einschalten für die Auslosung. Übermorgen 19 Uhr, Viertelfinale 1, Spiel 1. Dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.